So, wir sind jetzt hier bei Lasertag Sinsheim und wir haben schon die ganzen Kontrollboxen hier aus den Cards ausgebaut. Wir werden die jetzt also updaten und das System entsprechend erweitern. Man kommt hier an unsere Mainboards ran und danach werden die Sachen wieder sehr, sehr einfach in den Cards verbaut. Was sind hier? Drei Stecker plus LAN plus Sound plus Antenne. Das sind so die Anschlüsse, die dafür nötig sind. Da ist also doch einiges los an Kabeln, aber es ist alles gut verstaut. Und wir schnappen uns jetzt hier eine Box nach der anderen, die wir schon geöffnet haben. Na, sieht man. Und werden die hier am Computer mit dem Programmierer alle jetzt mit einer neuen Firmware flashen. Und danach haben die ein paar Funktionen mehr. Ein Fehler ist behoben worden. Und genau das ist der Punkt. Wir sind halt immer dabei, die ganzen Sachen selber natürlich auch bei uns in Berlin zu fahren und zu testen. Und in dem Zusammenhang dann natürlich auch Fehler zu befinden und auch zu beheben. Das ist also wirklich für uns wichtig. Und da das jetzt tatsächlich etwas ist, was hier vor Ort nicht selber gemacht werden kann, sind wir nach Sinsheim gefahren, um den Service sozusagen aufrechtzuerhalten. Neue Cards, die jetzt ausgeliefert werden, haben mehrere Vorteile in dem Zusammenhang, weil wir halt auch gemerkt haben, okay, das ist jetzt hier nicht die beste Variante. Die haben dann direkt einen Programmierport, das heißt, man kann dann die In-Card drin lassen, um sie zu programmieren. Und dementsprechend ist es einfach nur Sitz hochklappen, Batterie rausnehmen, Programmierer anschließen und dann kann es auch schon losgehen. Außerdem erhalten natürlich alle neu ausgelieferten Cards die neueste Version, die jetzt fehlerfrei ist, soweit wir das überblicken. Also wir haben das jetzt auch schon getestet und keine Fehler mehr gefunden. Also von daher gehen wir davon aus, dass wir da super entspannt weitermachen können. Schauen wir uns ein paar Besonderheiten der Strecke hier an, und zwar diese ganzen Bauteile hier, mit denen die Strecke aufgebaut wurde. Die sind relativ flexibel. Das heißt also, rein theoretisch könnte man jetzt mit zum Beispiel einer Ameise, so einen Hubwagen, hier drunter fahren und die Bauteile umstellen und damit die ganze Strecke umgestalten. Die sind erstens mit Wasser gefüllt. Da sage ich auch noch gleich was dazu. Und zweitens über diese Gurte miteinander verspannt, sodass die sich im Prinzip nicht mehr bewegen. Das ist ein Verkehrsleitsystem, das es über uns zu beziehen gibt. Und wie gesagt, die Wasserfüllung macht das Ganze schwer und stabil. Jetzt wurde schon von uns und auch von anderen gesagt, ja, aber wenn die Leute mit ihren Karts dagegen fahren, dann geht das doch kaputt und dann läuft das Wasser aus. Kann man da nicht vielleicht doch lieber Sand nehmen? Und da haben wir uns natürlich eine Menge Gedanken zu gemacht zu dem Thema. Sand funktioniert nicht ganz so gut, denn durch Risse würde der Sand auch rauskommen und dann müsste man hier andauernd fegen. Und tatsächlich ist Martin hier von Lasertag Sinsheim auf die Idee gekommen, da drin kein Wasser zu verwenden, oder doch, es ist Wasser, aber dazu noch einen Superabsorber. So nennt sich das. Und damit ist hier überall Gel drin. Das heißt also, selbst wenn man sagt, okay, es gibt einen Riss, dann laufen die nicht aus, diese Bauteile. Und dementsprechend haben wir hier also auch eine technisch sehr, sehr gute Lösung für das Problem mit dem Wasser gefunden. Wenn man dann später irgendwann sagt, jetzt möchte ich aber mal hier die Sachen umstellen oder einlagern, abbauen, was auch immer. Und ich muss ja auch irgendwie dieses Gel wieder rausbekommen. Dann geht das natürlich, denn dieses Gel lässt sich auch wieder ganz toll verflüssigen. Sehr einfacher Trick. Alle die Sachen gibt es dann natürlich bei uns. Sowohl die Tonnen als auch den Gelbildner, als auch alle Informationen, die man benötigt, um das Gel wieder zu verflüssigen, um etwas abzubauen. Dann schauen wir uns mal hier eine Besonderheit an, die sich auch nur Martin ausgedacht hat. Wir machen das ein bisschen anders. Und zwar sieht man das hier. Das ist so eine Art Hologramm. Jetzt durch die Kamera sieht man auch, wie es funktioniert. Und zwar dreht sich da so eine Art Ventilator.
Und durch diesen Ventilator, jetzt kann man es wieder sehen, gleich ändert sich wieder die Framerate. Durch den Ventilator kann man halt diese Sachen aussehen lassen, als würden sie im Raum schweben. Wie das Ganze dann gemacht wird, also hier gibt es offensichtlich ein Power-Up mit Boost, ja, ist egal. Man könnte hier auch ein Schild hinhängen, ganz normal. Wichtig ist hier dieses blinkende Teil. Da ist jetzt noch ein bisschen Tape drum, damit es nicht in alle Richtungen wegstrahlt. Aber ich zeige es auch mal an einer anderen Stelle. Diese blinkenden Elemente, hier jetzt in einer Feuerblume, die sorgen dafür, dass ein Signal ausgesendet wird, was die Cards beeinflusst. Hier haben wir jetzt tatsächlich eine Falle. Das heißt also, wenn das Ding jetzt gleich anfängt zu blinken, zeigt das an, dass die Blume gleich zuschnappt. Blau, blau, blau. Warnung, Warnung, Warnung. Jetzt rot, rot, rot. Das bedeutet, wenn ich jetzt unten durchfahre, werde ich von diesen drei Feuerbällen getroffen. Hier übrigens eine absolut fantastische Lösung, finde ich jetzt. Das ist, wenn ich jetzt mal anfassen darf, Schaumgummi. Und der wird angesprüht von demselben Künstler, der hier die gesamte Deko gemacht hat, die mir übrigens sehr gut gefällt. Und aus dem Grund haben wir diesen Künstler auch zu uns in die Lasertag-Einlage eingeladen. Und der hat unsere Lasertag-Fläche gesprüht, so wie er es hier in Bad Sinsheim auch gemacht hat. Also hier das Feuerland, das Pilzland, warum auch immer. Es hat was mit Super Mario wahrscheinlich zu tun. Also ziemlich cool. Es ist einfach super Optik. Und wenn nachher das Effektlicht nur noch an ist und nicht mehr die, ich sage jetzt mal, Reparatur- und Putzbeleuchtung, dann kommt das nochmal viel cooler rüber. Kann man echt nicht anders sagen. Und natürlich können wir auch gerne diesen Künstler mit vermitteln. Also man merkt schon, da ergeben sich viele Synergien zwischen den Menschen, mit denen wir arbeiten, und uns. Und wir empfehlen dann halt auch gerne technische Lösungen weiter, Künstler weiter und so weiter und so fort. Das sind wirklich Sachen, die uns sehr am Herzen liegen. Von uns kriegt man halt wirklich nicht einfach nur, hier ist ein Produkt, bitte viel Spaß damit, sondern wir helfen, wir bleiben in Kontakt, wir machen da wirklich viel möglich, wenn die Kunden daran Interesse haben. Es gibt auch immer mal wieder welche, die machen dann ihr eigenes Ding und sind damit total happy. Andere bleiben mit uns in Kontakt. Wir sind da offen für alles. Wenn der Kontakt nett ist, dann sind wir es auch. Ist einfach ganz normal für uns, dass wir da so eine kleine Familie bilden. Ja, und dann gucken wir uns gleich die nächste Kleinigkeit an. So, kommen wir zur Gestaltung der Cards. Wie wir schon gesagt haben, ein Teil davon wurde hier in Sinsheim, sage ich mal, mitentwickelt. Und zwar ist das die Karosserie. Darunter steckt ja ein anderes Card, was nicht so schick aussieht und auch keine Polsterung hat. Hier haben wir jetzt einen hochfesten Kunststoff, der stoßresistent ist, der nicht reißt, der nicht splittert und so weiter. Und den kann man natürlich bekleben. Hier jetzt in rosa-lila-Diamant-Style. Das ist Princess. Hier sind goldene Kreuze aufgeklebt mit Scheinwerfern, mit Radkappen. Alles das kann man selber gestalten oder uns mitgestalten lassen. Ich finde das hier ziemlich schick. Dann haben wir hier eine Variante mit offensichtlich Efeu. Das müsste Forest sein. Warum mir diese Blätter hier nicht bekannt sind, also Efeu erkenne ich sofort. Da weiß ich nicht, was das sein könnte für eine Pflanze. Dann haben wir hier andere Designs halt. Ne? Was hier möglich ist, ja, kann man einfach mal zeigen. Und zwar haben wir hier einen Card mit einer Werbung drauf. Und zwar von der Firma, die die Tiefziehgeschichten gemacht hat. Hier Dreiecke. Nochmal Werbung drauf und man kann die natürlich branden. Wir haben jetzt hier eine Hülle irgendwo, die zeige ich gleich noch. Diese Hülle ist ganz neu, ist auch komplett durchgebrandet für eine Getränkefirma. Und das ist Sponsoring-Möglichkeiten, genauso wie die ganze Fläche im Prinzip gebrandet werden kann, um halt bestimmte Werbebotschaften rauszubringen. Und das kann man sich neben dem ganz normalen Gästebetrieb natürlich auch bezahlen lassen. Hier haben wir zum Beispiel die Hülle. Die haben wir gerade eben von dem Werbetreibenden abgeholt. Die ist komplett von ihm gestaltet worden und die wird jetzt so
auf eins der Cards aufgesetzt, verkabelt und dann läuft die hier Werbung für den Kunden. Und da kann man sich die verschiedensten Deals aussuchen und wie es beim Card üblich ist, geht halt auch Bandenwerbung und Ähnliches. Also von daher viele kreative Möglichkeiten, die hier umgesetzt werden. Und die natürlich auch jedem anderen offen stehen, der mit einem solchen Geschäftskonzept an den Start geht. So, dann werfen wir in aller Stille noch mal einen kurzen Blick hier. Wir haben gerade unsere letzte Testrunde beendet. Das heißt also, jetzt fahren wir die Cards nur noch an die Ladestationen, denn wir haben alles hingekriegt. Die sind auf dem neuesten Stand, die Fehler sind behoben, die Cards sind repariert. Alles ist wunderbar. Und hier läuft jetzt noch ein Rennen, ne, 6 Minuten, 10 sind eingestellt. Das heißt also, in 4 Minuten spätestens fängt das Ding an, die Auswertung zu machen. Bis dahin haben wir nur noch ein Card testen müssen. Das hat 4 Runden hinter sich, hat hier die entsprechenden Durchschnittszeiten und so weiter. Die anderen standen in der Zwischenzeit still. Und man sieht, die Software ist relativ übersichtlich gestaltet. Wir haben hier im Prinzip am Start Einstellung der Cards, also welche sind überhaupt im Rennen, wie heißen sie, da gibt es die voreingestellten Namen, die sich aber auch ändern lassen. Dann ist das Rennen an sich, da sind wir jetzt, das sieht man daran, dass überall der rote Rahmen ist. Und wenn danach die Auswertung kommt, zum Beispiel Siegerehrung, dann ist überall ein blauer Rahmen drum. Das sind die 3 Schritte, einstellen, Rennen fahren, Siegerauswertung und dann fängt man wieder an mit Einstellen. Wobei, wenn man eine Gruppe hat, dann bleiben die Einstellungen auch erhalten. Das heißt also, habe ich hier einmal die Namen geändert auf Frank, Peter, Sabine und weiß nicht was, dann bleiben die auch, bis ich das Ganze einmal wieder auflöse und die Gruppe damit beende. Dann haben wir noch natürlich Einstellungen. Dort werden so Grundgeschichten für die Cards, unter anderem auch einen Selbsttest und so weiter gemacht. Dann haben wir hier die Lizenzen. Bei den Lizenzen ist es so, jetzt ist eine Start-Stopp-Linie mit Water überfahren worden. Hier ist die Runde hochgezählt worden. Bei den Lizenzen ist es so, dass es 2 Varianten geben wird. Eine, die monatlich abgerechnet wird und eine, die dauerhaft gilt. Und dann hier unten ist noch zum Runterfahren. Also sehr übersichtlich, sehr einfach gestaltet. Man kann das Ganze dann auch splitten und zum Beispiel über einen Beamer an die Wand werfen, sodass der Kunde davon auch was mitbekommt. Eventuell wird es dann irgendwann noch eine 2-Monitor-Lösung geben, sodass man einmal hier was zum Einstellen hat und das andere ist schöner gestaltet für den Kunden, aber daran arbeiten wir noch. Insgesamt hatten wir jede Menge schöne Ideen, die man noch umsetzen kann und wir hoffen, dass davon einige dann auch noch demnächst gemacht werden. Ansonsten Bedienung über Maus, Tastatur und Touch für die Software, alles ist möglich und dann kann man sich hier als Operator eine sehr entspannte, einfach zu bedienende Software nutzen, die auch keine großen Hardware-Hunger hat. Die ganzen Komponenten werden von uns geliefert und wir sind sehr happy mit dem Ergebnis. Wir sind auch immer happy, wenn gute Dinge noch besser werden. Und zwar sind wir ja hier gewesen, unter anderem auch, um zu checken, ob alles funktioniert. Und sind dabei hier auf diese Blume gestoßen, ne? Und da war etwas, wo wir gesagt haben, naja, so 100%ig perfekt ist es noch nicht. Und zwar war es so, dass wenn man hier um die Ecke fährt, dann hat es einfach jeden erwischt. Das heißt also, die gesamte Gruppe, die hier um die Ecke gefahren kommt, wird von der Blume gefressen oder auch nicht, ne? Entweder alle kommen durch oder keiner kommt durch. Und jetzt haben wir diese Diffusorkappe abgemacht von unserem Pod hier, mit dem wir das Signal senden. Und dadurch ist erstens natürlich ein coolerer Effekt. Das heißt also, man sieht jetzt, das werde ich gleich nochmal zeigen, wenn sie wieder aktiv wird, die Blume, man sieht die einzelnen Lichtstrahlen, die sowohl in der Blume als auch auf dem Boden zu sehen sind. Da kann man ja gleich mal drauf achten. So, das ist so eine Warnung. Und jetzt gibt es die 3 Feuerbälle. 1, 2, und 3. Erstens ist der Effekt cool. Im Maul sieht man so ein bisschen so dieses und auf dem Boden sieht man auch, wo es hingeht. Und dadurch, dass es jetzt aber auch nicht mehr so stark streut durch diese Diffusorkappe, ist es tatsächlich auch so, dass man dran vorbeikommen kann, ohne getroffen zu werden. Das heißt also, wenn ich jetzt hier Glück habe und zwischen diesen 3 Schüssen durchfahre, jetzt oder jetzt, dann habe ich auch wirklich die Zeit, weil nur dieser Bereich dort getroffen wird, wo das Zentrum ist. Und dann habe ich Schwein und kann dran vorbeikommen.
Ich zeige noch mal ganz kurz, wie es mit der Diffusorkappe aussieht. Hier bei einem Hologramm. Auch übrigens eine sehr coole Lösung. Und hier sieht man noch, dass diese Diffusorkappe drauf ist und deshalb auch mit Tape abgeklebt ist. Das werden wir auch noch ändern. Das heißt also Tape weg, Diffusorkappe weg und dann streut es auch nicht mehr so stark. Man muss hier wirklich in die Ecke fahren, um seinen Bonus zu kriegen. Hier in dem Fall halt den Turbo Boost. Den kann man sich hier in dieser Halle immer abholen, wenn man ihn braucht. Indem man halt einfach hier einen kleinen Umweg fährt. Dann kann man einen Turbo Boost kriegen. Und ja, machen wir ein bisschen weiter hier. Und wenn man den Turbo Boost dann hat, dann kann man den auch bei der Blume einsetzen und nachdem man den Feuerball abgekriegt hat, diesen kompensieren. Es ist schon hier eine coole Taktik, hier zu fahren. Also es macht echt Spaß. Die Optik ist fantastisch geworden und von daher macht es hier tatsächlich großen Fetz. Und ich spreche jetzt nochmal mit Martin, was er dazu sagt.